Ich darf zunächst einmal zwei Gäste auf die Bühne bitten, die unter dem Namen Projekt Antarktis unterwegs sind. Und ich darf begrüßen Dennis Vogt und Tim David. Kommt nach vorne. Hi. Grüß dich, Dennis. Moin. Hallo. Grüß dich. Nehmt Platz. Ihr wart auch schon mal dabei. Wart ihr Ja. beide schon dabei oder nur Dennis? Beide. Ihr wart beide schon Ja. mal dabei, ne? Aber zu unterschiedlichen Zeiten, nicht Genau. Und zeitgleich. nicht zum 10. Jubiläum. Und nicht zum 10. Jubiläum. Genau. Schön, dass ihr wieder dabei Ja, seid. danke für die Einladung. Und wir haben ein neues Thema für euch entdeckt. Wir haben ja das letzte Mal über das Thema Video geredet. Wir haben ein bisschen über das Thema Stock und Video geredet. Wir haben über das Thema Fotografie von euch geredet. Und dann habt ihr gesagt, jetzt probieren wir mal was vollkommen Neues. Abenteuer hoch zwei. Ihr seid in die Antarktis geflogen. Und bevor wir darüber reden, schauen wir uns mal ein kurzes Video dazu an. Das machen wir. Viele Menschen stehen jeden Morgen für etwas auf das sie eigentlich gar keinen Bock haben. Für uns stand immer fest, dass wir uns nie dazuzählen wollen. Hast du das gehört? Wir haben ein Projekt gesucht, das uns an unsere Grenzen bringt. Und dafür brauchen wir eben einen Ort, der so weit weg ist wie möglich. Also, drei Bremerhavener gehen in die Antarktis. Aber jetzt haben wir halt nur noch wenige Stunden und das wird jetzt echt knapp. No, no, no. They stopped our luggage. Wir träumen davon, einmal im Leben unseren eigenen Film in der Antarktis zu drehen. Was, wenn wir es jetzt einfach versuchen? You shouldn't have a life where everything is totally comfortable. You want little bits of pulse racing discomfort, you know? Lieber was Vernünftiges. Was für ein Hashtag war das am Ende? Lebe für was Vernünftiges? Genau. Lieber was Vernünftiges. Genau. Atemberaubend. Ich hätte am liebsten jetzt gesagt, aber es hat mir der Trailer schon vorweggenommen, ich würde das gerne auf der großen Leinwand sehen. Das kommt auf die große Leinwand. Auf jeden Fall, ja. Wir haben mit dem Film einen Kinofilm auch gleichzeitig gemacht. Und ja, das war nicht immer so das wirkliche Ziel, das Ding jetzt auch auf die Leinwand zu bringen, sondern das haben wir dann so nach und nach dann eben auch so groß gezogen. Und wir haben immer wieder, man muss dazu sagen, wir haben 2 Jahre an diesem Projekt jetzt gearbeitet, ohne einen Cent daran zu verdienen, sondern das ist wirklich ein Herzensprojekt. Und wir haben immer jedes Budget, was wir von den Sponsoren gekriegt haben, auch sofort in den Film gesteckt. Um ja, das eben dann auch so groß wie möglich zu machen. Und jetzt hat es geklappt dann auch und der Film läuft dann deutschlandweit im Kino. Ab dem 23. Oktober, wo ist der Start? Ab dem Ab dem 5. Oktober machen wir die Tour komplett durch Deutschland, ab 5. Okay. Oktober. Und ab dem 25. Oktober ist der Bundesstart dann in den ganzen Städten. Also schon sehr groß. Wie kommt man dazu zu sagen, ich will einen Film drehen und dann über die Antarktis? Ja, die Antarktis, die stellt ist ein Symbol im Grunde für eine Thematik, die uns sehr lange beschäftigt hat. Und zwar war das immer dieses, okay, wir gehen in die Kreativbranche als Fotografen und Filmemacher, gerade kurz nach dem Abi oder so, wenn man gerade angefangen hat. Und dann hieß es immer, mach doch lieber was Vernünftiges, so, mach doch lieber was Sicheres, irgendwie wo man Sicherheit hat, wo man gut Geld verdient und so. Und ist doch egal, Arbeit muss keinen Spaß machen und so. Und für uns war das irgendwie nie eine Option, einfach nur was zu machen, was sicher ist, sondern wir wollten eben was machen, wo drin wir aufgehen. Und die Antarktis ist so ein bisschen auch ein Symbol dafür, dass es auch geht, dass man sehr weit entfernte Ziele erreichen kann, wenn man doll genug dafür brennt. Und deswegen haben wir das gefilmt und deswegen ist der Film auch nicht nur einfach eine Doku, sondern es ist mehr, es ist wirklich ein Erlebnis. Wir nehmen den Zuschauer mit auf die Reise, behind the scenes und
Wir haben interessanterweise jetzt auch schon so die ersten Reviews von so alteingesessenen Arthouse-Filmern bekommen und die waren gar nicht so positiv, weil die dachten, sie wären im falschen Film, weil es eben mal nicht so der klassische Doku-Film war, sondern was anderes. Es ist ein Making-of und wir zeigen wirklich auch die schlechten Momente unserer Reise und es ist was anderes. Wer war der ältere Herr, den wir hier auch mit Zitat gesehen haben? Das war der Bill. Das ist ein Guide, der mit auf dem Schiff ist und der halt auch für die Sicherheit sorgt. Ja. Und der ist, wo ist er bei der Marine gewesen? Und, ja, Bill ist eben einer dieser Leute, die alle paar Wochen in die Antarktis fahren, als ja. Guide, der dafür sorgt, dass man eben in der Antarktis, so wie wir, wenn man zum ersten Mal da ist, dass man nicht stirbt. Ja. Und es gibt sehr, sehr viel zu beachten, sehr viele Sicherheitssachen. Und Bill ist einer dieser Leute, die eben diesen bisschen dieses raus aus dem eigenen Komfort, aus der eigenen Komfortzone, die das leben. Und deswegen haben wir ihn mit in den Trailer genommen, weil das genau das ist, was wir ausdrücken wollen. Jetzt hat das Abenteuer Antarktis ja nicht vor Ort bei euch angefangen, sondern, wie ich es verfolgen konnte, über die Social Media Channels schon weit vorher mit der Anreise. Ich habe festgestellt, ihr habt wahnsinnig viel Equipment dabei gehabt. Mit wie viel Gepäck wart ihr unterwegs? 10 Kisten haben wir dabei gehabt. 10 Kisten. Voll mit Equipment, genau. Bis oben hin vollgestapelt und und dann habt ihr auf einmal in Südamerika was erlebt. Beim Zoll, ja. Ja, es war halt klar, so dass wir haben alles angemeldet. Wir haben uns vorher auch sehr genau erkundigt, was man da alles anmelden muss. Und ja, die haben uns dann einfach rausgefischt. Und klar, wenn dann da so drei junge Typen mit 10 Gepäckstücken am Flughafen rumrennen, da wird man erstmal neugierig und vor allem dann auch Deutsche. Aber ja, dann wäre Pech. Das war sehr, sehr übel, weil wir gar nicht wussten, was eigentlich das Problem ist. Man hat uns nicht gesagt, was das Problem ist, was fehlt. Wir hatten alle Listen dabei und so weiter, die man braucht. Und das ganze Projekt hing eigentlich am seidenen Faden in dieser Zeit. Und es war wirklich übel, weil wir nicht wussten, schaffen wir es wirklich in die Antarktis? Das Schiff wäre auch ohne uns abgelegt. Und wir standen, glaube ich, alle kurz vorm Herzinfarkt. Jetzt im Nachhinein können wir sagen, es hätte nicht besser laufen können. Aber das hätten wir so niemals geskriptet. Wieso sagst du das, im Nachhinein hätte es nicht besser laufen können? Für unseren Film war es sehr, sehr spannend, ja. Diese Zeit. Und wir hätten es uns niemals selber so irgendwie erfunden oder geskriptet im Vorfeld. Wir haben ja auch gesagt, wir nehmen alles, wie es kommt, ja. Aber wir bereiten nichts vor. Und es war aber echt nachher super knapp. Ist das so eine Situation, wo ihr euch gedacht habt, war vielleicht doch nicht so durchdacht, Mensch, zu Hause irgendwie die Ausbildung, das Studium, irgendwas wäre vielleicht sinnvoller gewesen? Oder habt ihr gesagt, jetzt erst recht? Ja, es war nie so eine wirkliche Option, zu sagen, okay, wir fliegen jetzt zurück, sondern es war immer so ein nach vorne gucken, wir machen jetzt weiter, wir müssen jetzt das Beste aus der Situation machen. Und das hat sich den ganzen Film so durchgezogen. Wir sind dann noch krank geworden und es war immer so ein, wir haben immer Rückschläge gehabt und mussten aber immer weitermachen. Und das ist auch so ein bisschen mit dem Film die Motivation, die wir damit ausdrücken wollen. So, okay, es läuft nicht immer alles glatt, so, aber trotzdem muss man aus dieser Situation dann eben das Beste draus machen. Und ja. So war das da auch. Und am Ende haben wir das Ziel dann doch erreicht. Das war dann eben auch der Punkt. Es ist nicht immer alles glatt gelaufen, im Grunde ist nichts glatt gelaufen. Und das hat genau den Reiz an dem Projekt ausgemacht. Ich bin super gespannt auf euren Film. Ihr habt aber noch viel mehr mitgebracht, außer dem Kinofilm, der, glaube ich, jetzt alle interessiert hier. Ihr habt noch Tutorials mitgebracht. Ihr habt wahnsinnig viel Footage an Videos und Fotos mitgebracht. Wie werden die Sachen jetzt verarbeitet? Wo können wir die Sachen finden? Ja, wir haben Sachen bei Adobe Stock hochgeladen. Adobe ist ja auch von Anfang an einer unserer Sponsoren gewesen. Wir standen vor einem riesigen Haufen an Kosten, um diese Reise, um dieses Projekt machen zu können. Und Adobe war von Anfang an eben dabei und hat gesagt, hier, okay, wir unterstützen das. Und dafür haben wir Stock-Sachen mitgebracht. Wir haben Tutorials vorbereitet, wo man unsere Bilder-Workflows sehen kann. In der Antarktis haben wir gefilmt, wie wir unsere Aufnahmen dafür gekriegt haben. Und ja, sehr viel dabei gewesen. Creative Cloud in der Antarktis ohne Internet, machbar? Machbar. Machbar. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auf jeden Fall, während wir abends dann auf dem Schiff saßen, das Material erstmal gesichert und wir haben 130 Stunden Material insgesamt gesammelt und haben das dann halt auch gleich schon teilweise gesichtet in Premiere und haben dann immer so Timelines angelegt von den verschiedenen Tagen, damit wir auch bloß nicht irgendwie in Verzug kommen mit dem Material. Und das Geile ist halt, dass wir diese Timelines jetzt im Nachhinein trotzdem noch nutzen können, weil wir es ja schon mal gesichtet haben. Wir haben dann zum Beispiel Wackler oder Schwenks oder dann so gleich schon rausgeschnitten vor Ort und konnten das dann jetzt im Nachhinein, nachdem der Film geschnitten ist und wir Zeit hatten, das dann einfach easy dann aus Premiere direkt dann zu Adobe Stock hochladen und das Material dann halt weiterverwenden.
Und was man auch noch sagen muss, es wurde ja immer viel so gesagt, okay, mit Premiere Videos schneiden, gerade in der Länge, eher schwierig. Wir haben mega gute Erfahrungen gemacht und wir werden jetzt auch nicht dafür bezahlt, dass wir das jetzt hier gerade sagen. War auch nicht abgesprochen. Hat geklappt, also es hat echt gut geklappt. Ja. Wir waren happy soweit. Das heißt, eure Arbeit ist jetzt noch nicht vorbei, die geht noch weiter. Ihr habt noch genügend Material, um da noch vieles draus zu machen. Ja, man muss jetzt erstmal nochmal das Ganze, wie gesagt, 130 Stunden Material, das haben wir jetzt einmal für den Film gesichtet und jetzt kann man jetzt das Material halt noch weiterverwenden und dann eben bei Adobe Stock monetarisieren und dann eben trotzdem noch dadurch Einnahmen generieren und das werden wir jetzt auch auf jeden Fall tun und man kann jetzt sind schon teilweise Sachen auf unseren Portfolios von der Antarktis, die man jetzt quasi kaufen kann oder sich auch angucken kann, wie wir das gemacht haben. Und wie gesagt, die Tutorials zeigen halt auch nochmal, wie wir jetzt Adobe Stock damit eingebunden haben. Das wird super interessant für jeden Kreativen sein. Auch die Erstellung natürlich, die Kombination. Wie habt ihr das gemacht und was ist dabei rausgekommen? Ich freue mich da sehr, sehr auf die Ergebnisse. Uns rennt leider ein bisschen die Zeit davon. Ich darf noch zwei weitere Abenteurer zu uns bitten. Ich weiß gar nicht, ob sie schon in der Antarktis waren, aber es gibt viele auch sehr weiße Bilder von ihnen aus Island und Co. Ich darf begrüßen den Hannes Becker und den Max Münch. Hallo. Grüß dich. Hallo, mein Lieber. Hi. Ja, Abenteuer ins Ungewisse ist eigentlich auch so ein Slogan, der bei euch passen würde. Mongolei, Max, ja. Wusstest du vorher, wo du da überhaupt hinfährst und was du da machst oder hast du einfach gesagt, ich fahre da mal hin? Das Lustige war ja, ihr habt mich ja so, wir haben ja zusammengearbeitet vor 2 Jahren und habt gesagt, wo willst du mal hin? Und ich habe wirklich echt den Globus genommen und einfach so gemacht und stopp. Und das war die Mongolei. Ich dachte, geil. Bei Mongolei ist so ein Ding, das klingt schon weit weg. Das klingt so wie, das ist, keine Ahnung, wo das überhaupt ist. Und das hat mich seitdem nicht losgelassen. Also das ist jetzt das 3. Mai gewesen, dieses Jahr, dass ich da war. Und es ist wirklich so, du machst irgendwas aus mit Leuten, du gehst dorthin, du hast Sachen im Kopf, aber am Ende wird das alles komplett anders. Also das verlass dich da niemals drauf. Die Reise, die 2 Tage dauert, hat am Ende 6 Tage gedauert. Und daraus wurden dann 3 Wochen anstatt 10 Tage. Also das ist. Und du warst inzwischen schon 3-mal da? Genau, 3-mal. Und nächstes Jahr wieder. Das heißt auch das ein Ziel, was dich jetzt gefesselt hat? Ja, also da gibt es so viel zu sehen. Einmal hin reicht halt einfach nicht. Ja. Wir sehen hier ein paar Bilder, nicht nur Mongolei, sondern auch andere Sachen von dir. Aber vorher mal... Jordanien, Jordanien. Neben der Mongolei wirklich mein Lieblingsland. Ja. Weil es so anders ist. Auch so anders, keine Ahnung, alles ist. Die Stimmung ist unglaublich, das fesselt mich, die Menschen dort, das Essen... keine Ahnung, das ist so. Du warst ja auch schon da, Hannes. Absolut, also ich kann das nur bestätigen. Ist eine komplett andere Welt zu dem, was wir sonst so gewohnt sind. Also wir sind als German Romas auch relativ oft mehr in den nordischen Ecken unterwegs und mögen so die kalten Plätze, wie hier Island zum Beispiel. Und Jordanien ist natürlich ein total krasser Kontrast dazu. Hannes, Island habe ich auch sehr viele Bilder von dir im Kopf. Da hast du auch so... Ich würde mal so sagen, die isländische Bildsprache mit definiert, also zumindest aus meiner Sicht, die Bilder haben Wiedererkennungswert oder haben nicht nur Wiedererkennungswert, sondern man erkennt deine Bilder aus vielen dort wieder. Auch sehr weiß, auch sehr kalt, Antarktis, für dich auch mal ein Ziel? War ich sogar schon. Warst du schon? Ja, also ich verfolge auch das Projekt von den Jungs und finde es echt super und war ich vor 2 Jahren schon. Vor 2 Jahren, ja, auch geführte Reise oder hast du auch gesagt, Abenteuer ins Ungewisse? Also ich hatte da sogar einen Job für eine Bootsfirma, die halt die Touren da anbieten und habe dann da ganz normal Fotos gemacht für die Firma und war dann da unterwegs. Allerdings solche Herausforderungen und solche spannenden Sachen wie 10 Kisten durch den Zoll und so weiter, nee, brauchtest also, du nicht mitmachen? Absolut nicht, nee, da hatte ich kein Problem mit. Ist das, weil du es auch gerade angesprochen hast, German Romers, ist das etwas, wo auch solche Projekte, zum Beispiel Dennis und Tim, mit Platz gehabt hätten? Verfolgt ihr auch solche Sachen mit? Oder ist German Romers sozusagen eher auf die Fotografie gemünzt und sagen wir mal, dieses Roam the World Thema?
Gerade auch in letzter Zeit haben wir vermehrt viel mit Bewegtbild gemacht und sind als Gruppe unterwegs und setzen Projekte um mit Kunden. Und waren jetzt vor kurzem mal erst im Balkan für Olympus und haben dort ein Video gemacht, was wir morgen auch präsentieren werden, hier in Köln. Ihr seid morgen bei diesem Olympus Pop-Up Store. Ist das direkt Halle 1, wo man kostenlos reinkommt? Das ist gar nicht in der Fotokina, das ist in Köln Innenstadt, im Super. Great Life, ja. Barbarossa Straße oder sowas. Ja. Weißt du es besser? Nö, also Barbarossa Platz, ja, aber keine Ahnung, aber es ist ein Pop-Up Space. Ja. Also der ist nur jetzt da, von morgen 16 Uhr bis Sonntag 16 Uhr. Genau. Und morgen gibt es halt eine Ausstellung dazu von unseren letzten Trips. Besonders auch zum Beispiel Island oder eben Balkan, in Peru. Und dann gibt es eben auch die Videopremiere. Da treffen sich die German Roamers. Jetzt erklärt doch mal für jemanden, der so wie ich neu bei Instagram ist, German Roamers, was verbirgt sich dahinter? Ist ein Kollektiv von Fotografen, kann man das so sagen? Ja, also wir sind ein Kollektiv von deutschen Landschaftsfotografen, im Moment 14 Stück. Das hat sich vor Jahren mal irgendwie gefunden, dass man sich auf Instagram geschrieben hat und meinte, hey, lass doch mal treffen. Du machst Landschaftsfotos, ich mache das auch. Ich will jetzt mal ein bisschen connecten außerhalb von der App. Und dann habe ich mich damals vor 4 Jahren mit Pangea getroffen und wir sind zu Els und haben dann da geshootet. Und da kamen wir auf die Idee, quasi eine Gruppe zu gründen und mit der Gruppe durch Deutschland zu reisen und dann auch Deutschland online zu präsentieren und zu zeigen, dass man nicht unbedingt weit wegreisen muss wie Antarktis oder sonst wo. Aber inzwischen reist ihr eigentlich alle weit weg. Ja. Das ist ja viel, was viele irgendwie so missverstehen. German Roamers, das steht nicht dafür, dass wir nur in Deutschland unterwegs sind. Das ist einfach so, die Gruppe hat sich aus diesem herausgebildet, dass wir halt in Deutschland stationiert sind, dass wir da wohnen, wirklich überall verteilt, von München bis Berlin und Frankfurt und Harz vor allem. Vor allem. das heißt aber ja nicht, dass wir da bleiben. Ja. Das ist so ein Stil, der sich irgendwie so entwickelt hat, den wir dann natürlich auch, also der erste Job für German Roamers außerhalb von Deutschland war in Kanada. Mhm. Das war irgendwie tatsächlich erst 5 Monate nach der Gründung. Wir selber wussten noch überhaupt nicht, was damit anzufangen, und wir kommen nach Kanada und alles war gebrandet mit German Roamers. Also, wow, krass. Die sind weiter als wir. Mhm. Ja. Klasse, klasse. Ich will jetzt mal ganz naiv fragen. Ich bin Fotograf, der ab und zu Landschaften fotografiert. Ich wohne auch noch im Süden vom Harz. Wie kann ich bei euch mitmachen? Habt ihr dort, sagt ihr, die Gruppe ist voll, die hat sich so gefunden und das ist ein Freundeskreis, die soll gerade gar nicht wachsen? Oder sagt ihr, wir schauen uns immer um auch mal nach New Faces, nach Leuten, die uns vielleicht auch inspirieren? Wie geht ihr damit um? Also wir sind natürlich offen immer für neue Leute, aber in der letzten Zeit haben wir einfach niemanden getroffen. Und der Letzte, der wirklich Mitglied geworden ist bei uns, war Leo vor 2 Jahren. Und seitdem hat sich die Gruppe einfach so zusammengeschweißt. Und wir sind auch wirklich Freunde geworden und machen auch mal was jetzt nicht unbedingt mit Foto zu tun hat. Und oh, das gibt's noch. Ja, das gibt's offline. Noch. Offline. Ja. Off Cam. Off Cam. Ja, aber der ist gar nicht so wirklich irgendwie zu wachsen, sondern das ist einfach, wir sind jetzt diese Gruppe, die soll sich ja auch als nichts irgendwie Besonderes verstehen, sondern wir sind jetzt halt die, ich sag mal, die das zuerst gemacht haben, aber das heißt ja nicht, dass es kein anderer machen kann. Ja. Und das hat ja so viele inspiriert dazu, auch rauszugehen, das einfach zu machen, was wir machen, rausgehen, ihre eigenen Gruppen zu gründen, eher als Inspirationsquelle und gar nicht so, hey, ich will jetzt Mitglied bei den German Roamers werden. Darum, also da hatten wir nie den Anspruch, und das ist eher als Community zu verstehen. Deswegen machen wir ja viel mit Community, viele Events, also Insta-Hikes oder eben auch sogar Kooperationen, wo wir die Follower sozusagen mit einbinden und das Ganze eben versuchen, weg von diesem Denken, diese Gruppe gibt's und dann gibt's die Community, sondern wir sind eins. Wir nutzen alle denselben Hashtag wie Roam Germany und das ist so der Spirit dahinter, einfach alles zusammenzumachen und Spaß zu haben, weil das war der Grundgedanke von Instagram. Roam Germany, auch ein Hashtag, den ihr schon mal verwendet habt? Oder eher Roam Antarktis? Ja, wir haben eher so
Rome Antarktis. Rome Antarktis. No. Ihr seid aber auch mehr. Ihr seid ja nicht zu zweit dort nur runtergefahren. Genau, das wollte ich gerade sagen. Wir haben den Michael ja auch noch dabei. Der sitzt auch im Publikum, der sozusagen dafür da war. Dein dass, ist er. Genau, der winkt auch gerade. Der sozusagen dafür da ist, dass wir in der Antarktis nicht verhungern, nicht verdursten und so weiter. Michael ist selber Naturfotograf. Und das war echt gut, dass wir ihn dabei hatten, denn ich weiß nicht, ob wir sonst lebend zurückgekehrt wären. Ja, ansonsten so ein Kollektiv aus mehreren Antarktis-Begeisterten, wäre das auch was für euch gewesen? Oder sagt ihr, nee, wir sind zu dritt unser Freundesclan und das war genau die richtige Größe? Naja, erstmal werden wir den Film fertig in die Kinos bringen müssen und dann, die Welt ist groß und wir sind offen für viele weitere Projekte. Ja. Jetzt habt ihr schon uns ein bisschen was zu euren Workflows verraten. Du hast mir gesagt, du hast jetzt auf dem Balkan überhaupt nicht dein Notebook mitgenommen. Genau, also ich habe von Freunden mitbekommen, dass die auf der Balkanreise ihren Laptop auch geklaut bekommen haben und das da unten eventuell schon mal vorkommen kann. Und es war natürlich ein Job und ich wollte, auch wenn alles versichert ist, nicht, dass mir jemand eventuell meinen Laptop klaut und wollte es nicht riskieren. Ich habe da eine tolle Lösung gefunden mit einer Festplatte, die sich automatisch backupt und ich kann dann meine RAWs von der Kamera direkt auf mein Handy ziehen und in Lightroom und kann dann da die Bilder bearbeiten und direkt in... Das heißt, du hast nicht nur gesichert, sondern du hast tatsächlich auch auf dem iPad schon Sachen bearbeitet und vorbereitet und ähnliches. Genau, sogar nur auf dem iPhone. Nicht mehr. Ach, nur auf dem iPhone? Nur auf dem iPhone, ja. Auch cool. Das war krass. Der hatte dann schon die Bilder fertig und wir sitzen alle, holt den Laptop raus oder haben den gar nicht dabei. Ja. Yeah. Und der hat schon die Stories gepostet. Es geht auch direkt mit dem Camera Connection Kit oder bei Android Phones über so ein OTG-Kabel, dass du direkt von der Kamera es einliest aufs iPhone mit Lightroom. Und ja, das Schöne ist, die RAWs werden genutzt und auch gleich synchronisiert und du kannst dann zu Hause mitarbeiten. Wir hatten auch darüber schon mal geredet, ganz am Anfang, wo ich auch noch so die Idee hatte, ihr seid immer nur mit dem Handy unterwegs. aber auch das Thema Kamera und Mobiltelefon in der Symbiose, ist das was sich für dich weiterentwickelt hat, Max? Ja, das beides schließt sich ja nicht aus. Und man muss auch sagen, dass die Smartphones sich weiterentwickeln. Und ich habe ja tatsächlich auch viel mit Smartphone fotografiert, zum Beispiel in der Mongolei. Da habe ich versucht, die Porträts wirklich nur mit dem Smartphone zu machen und dort auch zu bearbeiten. Aber ja, also man kann ja direkt tatsächlich fotografieren auf der Kamera und dann per Wi-Fi Direct oder Bluetooth kommt das dann direkt aufs Telefon und man kann loslegen. Auch die RAW-Files, also hat sich in den letzten 2 Jahren, wo wir da gesprochen haben, auf jeden Fall einiges getan. Und es entwickelt sich auch noch weiter. Oh, vielleicht kommen wir da später heute noch dazu. Ich höre die ganze Zeit im Ohr, dass wir schon 7 Minuten drüber sind und ihr könnt ganz sicher sein, auch mit euch könnt ihr ja noch Stunden verbringen. Bei euch weiß ich, was ihr die nächsten Tage und Wochen macht. Wie sieht euer Schedule aus? Morgen erstmal für Olympus unterwegs, danach direkt wieder auf Tour oder gibt es auch mal so Punkte, wo ihr sagt, jetzt gibt es erstmal Herbstferien, jetzt bleibe ich mal 2 Wochen zu Hause? Gut, also ich war jetzt 4 Wochen daheim und bin auch umgezogen, aber das jetzt kann es wieder losgehen. Genau, das reicht jetzt auch und jetzt muss ich wieder raus und ja. Rest des Jahres ist voll mit Reisen. Braucht man so als Nomade der Fotografie, was ihr durchaus seid, braucht man da noch die große Wohnung zu Hause oder reicht eigentlich das Safe Storage irgendwo? Keine Ahnung, also bei mir ist es so, dass ich im Monat vielleicht 2-3 Tage zu Hause bin, nicht zusammenhängend natürlich, sondern nach Hause kommen, der Koffer steht vielleicht schon bereit, den ich gepackt habe vorher und dann wird gewaschen. Aber es ist schon schön, irgendwie nach Hause zu kommen und ich glaube, dass bei mir zumindest persönlich vermisse ich gerade genau dieses Gefühl und ich bin jetzt ab Montag erstmal wieder unterwegs für 1,5 Monate am Stück. Auch wieder eine komische Location irgendwie, Kirgistan. Auch verwandt irgendwie so mit der Mongolei. Soll aber auch sehr schön sein. Das ist mit 85% Berge im Land das zweitbergigste Land dieser Welt. Ja. Was macht diese Fliege? Ich weiß auch nicht, die Fliege hat irgendwie, aber das schon doch Zähne geputzt. Die ist nur auf eurer Seite. Das ist der Hauch, wir riechen zu gut. Der Hauch halt der Welt. Der Hauch der Welt. Vielen Dank, dass ihr uns Einblicke gegeben habt, ihr 4 in eurer Arbeit. Ich freue mich wirklich drauf, viel, viel mehr von euch zu sehen und euch vielleicht zum einen der nächsten Nächte wieder einzuladen, wo ihr dann über neue spannende Projekte reden könnt. Vielen Dank euch. Vielen Dank. Danke.